Meine lieben Heroes, es ist passiert. Heute am Valentinstag, den 14. Februar 2024, hat Marvel Studios offiziell angekündigt, wer die Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe spielt. Und nein, Reed Richards wird nicht von John Krasinski gespielt. Ja, meine lieben Heroes, ich weiß, die nächste reguläre Film-News-Folge hier bei Filmflash gibt's bereits morgen, aber bis dahin kann und möchte ich einfach nicht warten, um über die Fantastic Four zu sprechen. Denn endlich wissen wir, wer die Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe spielen wird. Und hier spreche ich nicht von irgendwelchen Gerüchten, Scoopern oder dem Hollywood Reporter, die das berichtet haben. Nein, Marvel Studios hat das selbst bekannt gegeben. Nicht auf irgendeiner Convention, sondern via Social Media. Ja, und das knapp 5 Jahre, nachdem der Film angekündigt wurde. Denn im Jahre 2019 hat Kevin Feige auf der San Diego Comic-Con angekündigt, es soll ein Fantastic Four-Film kommen. Ja, doch seitdem ist nicht allzu viel passiert, außer dass John Watts, der eigentlich geplante Regisseur, ausgestiegen ist, Matt Shackman als Regisseur eingestiegen ist, der Mann hinter WandaVision, und man das ein oder andere Drehbuch überarbeitet hat. Und alles andere waren bisher immer nur Gerüchte. Es gab Spekulationen, Gerüchte, aber irgendwie keine handfesten Informationen. So wurde heiß darüber spekuliert, wer wird denn Reed Richards spielen, wer wird Sue Storm spielen, und immer wieder heiß hieß es, abwechselnd, ja, erst wird Sue Storm entschieden und daraufhin alle anderen. Und dann hieß es plötzlich, nee, erst wird Reed Richards entschieden und dann alle anderen. Und dann hieß es, ja, die werden es jetzt spielen. Und dann hieß es plötzlich, nee, die dann doch nicht mehr. Zwischendurch hieß es zum Beispiel, dass Adam Driver und Margot Robbie gecastet worden wären, um eben ja Sue Storm und Reed Richards zu spielen. Doch danach hieß es plötzlich, nee, das hat man wieder gecancelt, weil man gesagt hat, wir müssen sparen und wir können uns einfach nicht diese teuren A-Lister leisten. Ja, und dann fing man angeblich wieder von vorne an und dann hieß es plötzlich, Pedro Pascal würde Reed Richards spielen und Vanessa Kirby würde zu Sue Storm werden. Doch irgendwie waren das auch wieder nur Gerüchte, die da reingeworfen wurden, wie zuvor, dass Pam Badgley ein Kandidat wäre. Ja, während übrigens Fans sich sehr oft immer noch John Krasinski gewünscht hätten oder haben, der eben in Doctor Strange in the Multiverse of Madness als Reed Richards zu sehen war. Aber der wird es definitiv nicht. Denn es ist nun offiziell. Die letzten 4 Namen, die in der Gerüchteküche spekuliert bzw. thematisiert wurden, die sind es nun offiziell geworden. Denn Marvel Studios hat dieses Poster hier via Social Media geteilt. Ja, das ist ein offizieller Post. Mit einem Poster, worauf wir die Fantastic vorsehen. Und zwar nicht irgendwelche Karikaturen, sondern wirklich Figuren, die ihren Darsteller, Darstellerinnen nachempfunden sind. Pedro Pascal wird zu Reed Richards. Vanessa Kirby wird Sue Storm spielen. Ihr Bruder Johnny Storm wird von Joseph Quinn gespielt. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Stranger Things. Und Ewan Moss Backrack, den die meisten zuletzt wahrscheinlich in The Bear erlebt haben, der wird zu Ben Grimm bzw. das Ding. Ja, das sind offiziell die Fantastic Four des Marvel Cinematic Universe. Und es wurde auch wirklich langsam Zeit, dass das bestätigt wurde. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass man das auf einer großen Bühne tut. Aber nein, so ist es jetzt nicht. Und es ist trotzdem gut, dass wir es nun endlich wissen. Damit sind die Spekulationen vorbei. Also bis dann wieder jetzt die Spekulationen losgehen, wer denn jetzt eigentlich zu Dr. Doom wird. Sollte er denn überhaupt in dem Film vorkommen? Das wissen wir nämlich gar nicht. Was wir allerdings wissen ist, dass die Dreharbeiten laut aktuellem Stand im August 2024 starten sollen, so dass der Film im kommenden Sommer im Kino starten kann. Allerdings gab es da nun eine Startverschiebung. Mit der Ankündigung des Casts hat Marvel nämlich bekannt gegeben, dass Fantastic Four nun in den USA am 25. Juli 2025 starten wird, statt im Mai. Den Mai-Termin übernimmt nun aber dafür Thunderbolts. Was nun aber damit bestätigt ist, dass es auch startet. Denn nachdem Bob Iger zuletzt bei einem Investoren-Call den Film nicht erwähnt hat für das Jahre 2025, haben einige bereits spekuliert, der Film könnte verschoben werden. Aber ja, er wurde verschoben, aber eben nicht in ein neues Jahr, sondern nach vorn. Also im Mai Thunderbolts, im Juli Fantastic Four. Der Film wird inszeniert von Matt Shackman und das auf einem Drehbuch von, muss ich vorlesen, Jeff Kaplan, Josh Friedman und Ian Springer. Und mehr ist offiziell nicht bekannt. Somit ist auch noch nicht bekannt, ob
Dr. Doom mitspielt. Ich hoffe ja nicht, einfach aus dem Grund, weil der in den letzten zwei Reboots jedes Mal dabei war. Und wir wissen auch noch nicht, was jetzt wirklich der Handlungsmittelpunkt ist. Und hier können wir uns aber eventuell mal ganz kurz in die Spekulation begeben. Denn die Scooper, die schon vor Wochen vorausgesagt haben, dass die vier, die jetzt wirklich die Fantastic Four spielen, sie spielen sollen, die haben auch damals schon Gerüchte rausgehauen, worum es denn geht. Beziehungsweise, wann das Ganze spielt. Denn laut denen soll der Fantastic Four Film in den 60er, 70er Jahren spielen. Allerdings gibt es da zwei unterschiedliche Gerüchte. Das eine sagt, 60er, 70er Jahre, Fantastic Four werden dann durch die Zeit geschleudert und finden sich in der Stadt von Kang wieder, die wir in Ant-Man and the Wasp Quantumania erlebt haben. Das andere Gerücht sagt, die Fantastic Four spielen in den 60er, 70er Jahren in ihrem ersten Teil, allerdings nicht auf MCU Erde 616. Das bedeutet, sie hätten ihr ganz eigenes Universum, wo sie ihre ganz eigenen Geschichten erzählen können. Das soll angeblich sogar die wahrscheinlichste Herangehensweise sein. Ob das so passiert, weiß ich nicht. Beides ist auf jeden Fall ein Weg, um zu erklären, warum die Fantastic Four bisher kein Thema waren. Und spätestens mit Secret Wars, wo ja angeblich, nicht bestätigt, ein Soft-Reboot nachher stattfinden soll, kann man natürlich die Fantastic Four dann auf Erde 616 beheimaten, so dass wir dann auch Abenteuer mit den Avengers dort haben. Aber angeblich wollte Matt Shackman unbedingt, dass die Fantastic Four in seinem Film in einem eigenen Universum spielen. Das Ding ist nur, Matt Shackman war nicht der Erste, der das wollte. Laut Gerüchten damals wollte das John Krasinski. Der wollte die Rolle spielen, aber gleichzeitig auch inszenieren. Und deswegen ist es angeblich nichts geworden. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Fantastic Four zumindest wirklich in den 60er, 70er Jahren spielt. Und entweder gibt es eine Zeitreise oder eben eine Multiverse-Reise. Warum kann ich mir das vorstellen? Weil das Plakat, was man uns jetzt gezeigt hat, doch irgendwie auch dafür spricht. Das wirkt alles so, als wäre das nicht aus unserem jetzigen Jahrzehnt, als wäre das aus der Gegenwart, oder? Das wirkt alles so ein bisschen, ja, alles tolle Familie, Valentinstag, Sitcom, oder? Das hat schon so ein bisschen was von WandaVision, den ersten paar Episoden. Das hat ein bisschen was davon, was Matt Shackman bereits mit WandaVision umgesetzt hat, oder? Ich bin wirklich gespannt, was es wird. Und ich bin wirklich gespannt, ob der Cast funktioniert. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin, ob Pedro Pascal der Richtige ist, glaube ich, dass das Team eine coole Auswahl ist. Auch wenn ich nach wie vor John Krasinski gehabt haben wollen würde. Naja, anderes Thema. Leute, das war's mit meinem Video zu Fantastic Four. Da nichts offiziell weiteres bekannt ist, möchte ich da jetzt auch nicht weiter in die Tiefe gehen. Aber ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Gedanken unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann morgen spätestens bei den Filmnews wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut auch gerne meine Kritik zu Madame Web. Die verlinke ich jetzt hier irgendwo. Ansonsten wünsche ich euch einen fabelhaften Abend. Bis dahin, cheerio.